liebe dich. Freunde, was geht? Und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Wir werden heute die Geburtstags- und Einweihungsfeier vorbereiten. Wir werden ganz viel essen machen, wie ihr es schon gesehen habt. Ist Jodie da? Julia ist auch gerade noch da und Ellie ist auch da mit den Kindern. Und ich wünsche euch wie immer ganz viel Spaß beim Video. Also wir haben eine Candy Party geplant und Jodie macht hier gerade schon eine Girlande und ich puste jetzt mal weiter Luftballons auf. Wir haben so coole Sachen hier, zum Beispiel solche aufblasbaren Zuckerstangen. Ich habe eigentlich auch noch so aufblasbare Donuts bestellt, aber die sind leider nicht angekommen. Leila! Jetzt gibt es noch eine kleine Stärkung und zwar Croissant mit Frischkäse und Geflügelsalami. Willst du? Ja. Ja. Das ist mega lecker. Lecker, oder? Und gleich geht's dann ans Backen und Essen. Und schaut mal, wie weit Jodie schon mit der Girlande ist. Richtig gut. Lifehack, wenn ihr Fußbodenheizung habt, einfach die Butter da drauflegen. Also wir waren eben schon einkaufen und haben richtig viel gekauft, vor allem bunte Sachen. Es wird ja eine Candy-Party und halt eben auch so Sachen, die Leute gern essen, Chips und so weiter. Das zeige ich euch später nochmal. Dann werden wir eine riesen Snackplatte vorbereiten, das seht ihr aber auch in dem Video. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt an mit der Torte. Ich habe hier einmal so eine Buttercreme gekauft. Schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ihr die selbst schon mal genutzt habt. Ich habe es noch nicht gemacht, aber wir werden das heute mal ausprobieren. Mal schauen, ob das klappt. Und in einem Video habe ich ja auch mal eine Torte für meine Mama gebacken und auch mit der lieben Jasmin. Ich werde euch das Rezept von den Kuchenböden einfach nochmal unten mit im Kommentar anpinnen. Dann habt ihr es auch und jetzt kommt erstmal ein Zeitraffer. Du me ves como nadie más, bebé. Me diste alas para que vuele, pero motivos para quedarme. Du me ves como nadie más, bebé. So, wir haben schon einiges geschafft. Wir färben hier gerade noch die Böden ein. Ich mache das ganz gern direkt in der Form. Das klappt eigentlich ganz gut. Voll gut die Farbe. Ja, oder? Richtig schön. Also das sind irgendwie so Farben aus Australien und die decken richtig gut. Und Jodie, was machst du gerade? Ich mache gerade einen Tortellini-Salat und die Blätterteigschnecken befinden sich gerade schon im Kühlschrank. Und wir haben hier auch schon was vorbereitet für Lasagnetaschen. Da mache ich jetzt einmal weiter. Sehr schön machst du das. Gell? Mit Baby. Ich mache jetzt hier einmal die Lasagnetaschen und die habe ich jetzt einmal hier mit einer Gabel zugedrückt. Und hier habe ich einmal die restlichen Eigelbe von der Torte. Damit bepinsel ich das Ganze jetzt. Das Schöne an der Feier ist, dass jetzt auch mal endlich mir mein Kochbuchgeschirr zur Geltung kommt. Ich habe ja hier ein Riesenlager und freue mich auch demnächst wieder ein Kochbuch zu schreiben. Und schau jetzt einfach mal, was wir alles nehmen können. Zum Beispiel, das hier habe ich auch vor kurzem bestellt. Da kann man auch die Süßigkeiten zum Beispiel richtig schön drauf anrichten. Hier habe ich einen Tortenständer. Und dann habe ich hier ein riesen Deko-Tablett. Hier habe ich auch ganz viele Bretter und andere Sachen. Zum Beispiel das hier können wir perfekt für Cupcakes oder so verwenden. Das ist einfach so ein Paradies für mich, für so viele Leute Essen zu machen. Ich freue mich echt extrem. Wir haben tatsächlich auch im Keller noch ganz viele Sachen von der Hochzeit. Da schaue ich gleich auch nochmal, was man davon noch verwenden kann, weil wir hatten ja auch so eine Candy Bar und es ist perfekt. Ich habe zum Beispiel auch hier solche essbaren Uhren bestellt. Die bekommt jeder, der halt eben reinkommt. Das ist eine Candy Party. Solche Schleckmuscheln habe ich auch bestellt. Schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr die auch immer in eurer Kindheit gegessen habt. Also die Ballons habe ich bei Amazon bestellt. Allerdings war der kaputt und der kaputt. So, die Blätterteigtaschen sind jetzt auch fertig. Wir sind hier schon alles am Anrichten. Hier einmal Blätterteig, Schnecken. Und hier sind noch mehr mit Spinat und Feta.
Und gleich werden wir noch die Buttercreme machen. Und ja, so sieht es hier aus. Totales Chaos, würde ich sagen. Aber ihr kennt mich ja, eigentlich räume ich alles sofort wieder weg. Aber ich versuche aktuell mal alles zu liegen zu lassen und einfach zu kochen, zu essen und dann aufzuräumen. Muss ich mir echt angewöhnen, vor allem an Weihnachten, weil sonst ist mein Essen kalt. Das ist der aktuelle Stand. Hier sind ein paar Ballons und das ist die Kitchen. Ich werde jetzt einmal Big Mac Muffins machen. Hier habe ich einmal einen Pizzateig. Den werde ich jetzt hier einmal drin verteilen. Und nochmal Hackfleisch anbraten. Kurze Verschnaufpause. Für uns gibt es jetzt zur Stärkung etwas zu essen. Oskar hat entschieden, es gibt einmal asiatisch. Ich habe einmal Erdnusssoße mit Hähnchen und Reis. Du meinst, wir haben Erdnusssoße. Und ich habe noch Hähnchen mit scharfer Soße. Guten Appetit. So, Freunde, und weiter geht's. Ich habe hier schon die Big Mac Muffins vorbereitet. Hier habe ich den Teig reingetan. Und jetzt brate ich hier, wie gesagt, Hackfleisch an. Und das wird dann hier reingefüllt. Und hier mache ich dann gleich noch die Big Mac Soße. Und diesen Käse nutze ich einmal dafür. So sieht es bisher aus. Man muss multitaskingfähig sein. Und ich fülle hier gerade das Hackfleisch einmal in die Muffins. Und die Soße habe ich auch einmal fertig gemacht. Und da kommt gleich noch der Käse rein. Dann kommt es in den Backofen und dann müssen wir nochmal einkaufen. Wir waren jetzt noch eben im Supermarkt bzw. im Einkaufszentrum und haben noch ein bisschen was gekauft. Und zwar haben wir hier Ballons geholt, die wir gleich noch aufpusten werden. Und hier zum Beispiel ein Riesenballon, der ist 1,34 Meter, der steht dann da. Dann haben wir hier noch ein bisschen Konfetti und so geholt. Dann haben wir Fluffy. Also das sind so Pompons. Genau, in Pink und in Blau. Was haben wir noch? Luftschlangen in Weiß für die Tischdeko auch. Dann noch einige Pastellluftballons. Genau, weil ich nicht genug bestellt habe. Und bestellt hast du sie schon, aber es sind nicht genug angekommen. Ja, oder ich habe es verkackt. Und die beiden, das sind das so, sieht auch richtig cool ist aus. So Deckenschmuck. Jodi macht jetzt hier weiter. Hier gibt es gleich einen Zeitraffer für euch und ich mache ja weiter essen. Ich habe gerade Muffins gemacht und ein Frischkäse-Frosting. Das steht gerade draußen, damit die Muffins dann noch ein bisschen abkühlen können und das Frosting halt eben noch mal ein bisschen fester wird. Das Frosting habe ich auch bereits schon eingefärbt, denn wir machen die Cupcakes auch ein bisschen bunt. Und ich habe Cupcake-Topper gekauft, die zeige ich euch mal. Die sind einfach so perfekt. Die habe ich bei Amazon gefunden und die kommen dann auf die Cupcakes drauf. Und hier habe ich ein ganzes Gummibärchenglas fertig gemacht mit ganz vielen verschiedenen Gummibärchen. Schreibt mal eure Lieblingssorte in die Kommentare. Also ich feiere diese sauren Würmer, obwohl ich eigentlich gar keine sauren Süßigkeiten mag, aber die mag ich gerne. Und die kann man sich dann hier mit einer Schaufel rausholen. Und ich habe unten noch so ein paar Pappbecher, wo man die dann reintun kann. Und ich habe von Nanunana noch so Gläser. Da fülle ich jetzt einmal M&M's rein und Skittles. Ich habe gerade Jodi noch nach Hause gefahren und werde euch gleich das Ergebnis zeigen. Aber es ist echt Gold wert, solche Freunde zu haben. Auch Ellie hat so viel geholfen. Da bin ich echt so froh drüber, weil ich habe es ein bisschen unterschätzt, dass es doch so viel Arbeit sein wird. Aber wir haben zum Glück super viel geschafft. Ich werde morgen noch eine Snackplatte vorbereiten und werde dann dazu auch noch ein Reel drehen. Also wenn ihr das sehen wollt, dann schaut auch gerne auf Instagram vorbei. Wir haben es jetzt fast 11 Uhr, aber unser Home Gym ist fast fertig und ich werde jetzt auch gleich noch eine Runde trainieren gehen. Schaut mal, es ist einfach so toll geworden. Hier werden wir morgen alles noch mit Ballons machen. Wir hatten leider kein Helium
mehr gehabt. Hier den Tisch hat Judy auch richtig schön gedeckt. Mega. Okay, den Rest zeige ich euch morgen. Da bin ich wieder. Ich habe gestern Abend noch trainiert und heute Morgen auch direkt schon trainiert. Aber ich habe vergessen, dass ich ein Video drehe, sonst hätte ich natürlich euch ein bisschen von meinem Training gezeigt. Aber wie gesagt, das zeige ich euch dann auf Instagram oder in den weiteren Vlogs, die hier auf diesem Kanal folgen werden. Also lasst auf jeden Fall ein Abo da. Und wir waren heute Morgen schon einkaufen gewesen und haben hier noch ganz viel Antipasti geholt. Hier einmal gefüllte Kirschpaprika, Peperoni. Dann ein paar Dips und eingelegten Feta. Dann haben wir noch vegetarische Frikadellen geholt, Salami, Oliven habe ich auch noch geholt und hier habe ich auch schon ein bisschen vorbereitet. Hier werde ich auf jeden Fall so eine riesen Snackplatte mit allem Möglichen machen. Hier zum Beispiel Tuckkekse kann man da perfekt drauf machen. Orange sieht auch immer richtig schön aus, Kiwi, Gurke und den Rest zeige ich euch später. Und die Antipasti werden wir hier einmal auf das Tablett machen. Und schaut auch gerne mal in der Videobeschreibung vorbei, denn es gibt gerade eine Aktion. Leider kann man die Preise von Büchern nicht mehr ändern, aber ihr bekommt bei einem Kauf eines Kochbuchs kostenlos das E-Book mit dazu. Hier sind 102 Rezepte drin und hier sind 73 Rezepte drin. Ich habe heute Morgen noch so eine Heliumgasflasche geholt. Da habe ich jetzt gerade noch ein paar Ballons aufgepustet. Mein Akku war leider leer, deswegen hatte ich jetzt nichts mehr gefilmt gehabt. Aber so viel ist auch nicht passiert, außer dass sich hier noch ein bisschen was geändert hat. Ich bin auch gerade noch ein bisschen am Aufräumen und wir werden jetzt gleich mal mein Outfit vorbereiten. Ich habe mir bei Naked hier diese Bluse bestellt und ich hatte bei Amazon eigentlich zwei davon bestellt. Einen Donut und einen Cupcake. Allerdings ist nur der Cupcake angekommen und den möchte ich jetzt einmal hier auf meine Bluse bügeln. Wie es aussieht, hat es geklappt. Wir haben es jetzt gleich 13:30 und ich dachte mir, ich werde jetzt erst einmal die Snackplatte vorbereiten und dann kann ich mich in Ruhe fertig machen. So Freunde, Platte 1 ist fertig, Platte 2 ist fertig und Platte 3 ist fertig. Wir haben auch noch ganz viel Fladen und so weiter geholt und noch einen Ofenkäse, den werden wir später auch noch machen. Dann kann man das perfekt dippen. Noch 2 Stunden, Leute. Ich werde jetzt gleich Elli noch die Haare machen, dann werde ich mich selber fertig machen und dann wird der Rest fertig gemacht. So, Freunde, ich habe mich schon fertig gemacht, werde aber noch ein Reel für Instagram drehen. Dann seht ihr einmal den Rest. Ich zeige euch aber das hier einmal gleich. Und ich gönne mir einfach mal wieder nach anderthalb Jahren, über anderthalb Jahren, ein BCA für mein Protein. Richtig cool und es ist so lecker. Schaut gerne in die Videobeschreibung für die besten Rabatte. Hier könnt ihr jetzt nochmal mein Outfit sehen mit dem süßen Cupcake und einer hellen Jeans. Einfach perfekt mit diesem Pastellblau. Und ich freue mich einfach so auf die Party. Wir haben es jetzt 15.57 Uhr und perfekt an dieser Stelle in 3 Minuten kommen nämlich die Gäste und an dieser Stelle werde ich das Video beenden. Die Gäste übernachten übrigens auch bei uns. Hier haben wir auch schon alles vorbereitet und in dem Moment, in dem anderen Zimmer ist auch alles vorbereitet. Unten liegt auch noch eine Matratze und Julie und Tapia bekommen den Ehrenplatz in unserem eigenen Bett. Und das war's mit dem Video, Freunde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da, schaut auf Instagram vorbei und bis zum nächsten Mal. Tschüss.